Herzlich willkommen beim dritten großen Fehler in der Serie, die 12 größten Fehler bei der Erstellung des Businessplans. Heute geht es um die unplausible Umsatzplanung. Was bedeutet das? Die einfachen Finanzpläne, die du dir runterladen kannst aus dem Internet, den aber auch viele Anfänger, Unternehmensberater nutzen, die schätzen einfach Monat für Monat die möglichen Einnahmen, die sie erzielen wollen. Da wird also einfach in einer Zeile reingeschrieben, im ersten Monat 500, im zweiten Monat 1000, im dritten Monat 1500 Euro Umsatz. Was hier auf der einen Seite völlig fehlt, ist die Anzahl der Kunden, die gewonnen werden müssen, in Verbindung mit den Preisen, die für die Produkte und Dienstleistungen in Rechnung gestellt werden. Also hier macht es Sinn, absolut plausibel erklären zu können, wie viele Menschen haben pro Monat oder am Tag was genau in welcher Menge gekauft. Erst wenn du diese Aufteilung deiner Umsatzzahlen abbildest, kannst du auch aufteilen, erstens, welche Produkte oder Dienstleistungen wie häufig verkauft werden. Und viel wichtiger ist noch, wie viel Traffic, also wie viele potenzielle Kunden, Interessenten, Leads oder Akquisemaßnahmen sind überhaupt notwendig, damit ein Kunde kauft. Das bedeutet also, der Leser will ganz genau wissen, woher deine potenziellen Käufer kommen und vor allen Dingen, was es dich kosten wird. Das bedeutet also, wenn du ein standortgebundenes Ladengeschäft hast, dann will der Leser wissen, wie du deine Kunden zu deinem Ladengeschäft bewegen willst. Machst du vielleicht eine besonders enorme Außenwerbung, eine gute Markteintrittsparty, eine Eröffnungsparty? Buchst du vielleicht Schauspieler? Machst du Radio- oder Fernsehwerbung? All das kostet Geld. Wenn du allerdings ein Online-Geschäft hast, einen eigenen Webshop oder andere Dienstleistungen und Produkte verkaufst, ist es zwingend erforderlich, dass du auch hier deine Kunden gewinnst. Entweder machst du es durch Content-Marketing oder du kaufst dir qualifizierte Leads von Agenturen ein oder du investierst selbst Geld in Budgets, sei es Google-Ads, Facebook-Ads oder YouTube-Ads. Du siehst also, dass die Umsatzplanung, die Aufsplittung der Herkunft der Käufe und der Käufer zwingend erforderlich ist, um überhaupt die Marketingkosten berechnen zu können. Erst wenn du diese Abhängigkeit sinnvoll abgebildet hast in deinem Umsatzplan, kannst du auch die Budgets qualifiziert und überzeugend einplanen. Fehlt beides, also die Aufteilung als auch die Marketing, die passende Marketingbudgetberechnung, dann wird der Banker genauso wie ein Investor dich auslachen, die Unterlagen zurückgeben und dich bitten, dir die Hausaufgaben vollständig zu erledigen. Und dann wird die Summe, die du dann bindest in das Bestellen und das Produzieren lassen deiner Produkten und Warensortimente, immer größer. Das heißt, je steiler deine Umsatzplanung aufsteigt, desto mehr Geld musst du vorfinanzieren, damit in China oder Osteuropa oder in Afrika, wo auch immer du bestellst, deine Produkte produziert und versendet werden. Das bedeutet also, Unternehmen gehen nicht nur kaputt, weil sie zu wenig Geld haben und zu langsam wachsen, sondern auch, weil sie zu schnellen Erfolg haben und letztendlich die steigende Menge an Aufträgen nicht mehr bearbeiten können, weil 100, vielleicht 500 oder 1000 deiner Produkte vorfinanziert werden müssen in diesem Monat, im nächsten Jahr 2000, im übernächsten Monat 10.000. Und wenn du das mit 1 Euro oder 10 Euro multiplizierst, hast du eine ungefähre Ahnung davon, wie viel Mittel du einfach brauchst als Cash, die sich praktisch im Unternehmen einfach nur drehen. Das sind dir auch Betriebsmittel, die du brauchst und die du nicht aus der Firma entnehmen kannst und am Anfang erstmal hineinbringen musst. Und die Mittel werden auch im Gesamtkapitalbedarf abzubilden sein. Wenn du also bei der konkreten Herleitung deiner Umsatzplanung und aller verbundenen Kosten und der Preisgestaltung und der Zusammensetzung deiner variablen Kosten Unterstützung brauchst und auch bei der Erstellung der verbundenen Marketingbudgets, lade ich dich gerne ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater sind darauf spezialisiert, solche plausiblen, überzeugenden Umsatzpläne auch abbilden zu können. Ansonsten freue ich mich auf ein Wiedersehen morgen, wenn es um den vierten größten Fehler geht bei der Erstellung des Businessplans.